Ja, unser heutiges Video soll sich um ein ganz bestimmtes Thema ranken, und zwar um so Bekanntschaften, die wir gemacht haben. Und wir haben eins schon hochgeladen, da ging es um den Wesley, der mit dem Longboard unterwegs war in Kanada, und zwar am Icefield Parkway. Und das andere, das ist eigentlich schon vorher passiert, und zwar ganz am Anfang. Und das ist eine total lustige Geschichte. Es ist eigentlich die ganze Zeit, jetzt während wir unterwegs waren, passiert, dass wir fast täglich, würde ich sagen, angesprochen wurden auf unseren Camper, auf unseren Marco Polo, mit dem wir ja jetzt unterwegs sind seit 2,5 Monaten. Und das war eigentlich so das allererste Mal, dass man uns so richtig intensiv darauf angesprochen hatte. Ja. Was ist dir da passiert? Erzähl mal. Naja, eine Frau ist auf mich zugekommen. Es war also auch eindeutig Akzent zu hören. Sie war aus Rotterdam, also Holländerin, lebte aber schon lange mit dem Kanadier. Und wir haben uns nach einem kurzen Gespräch ganz spontan eingeladen, zu sich nach Hause zum Abend mit Gegrillten. Und das war eine der spannendsten Begegnungen, die wir hier in Kanada hatten. Genau, das Spannende daran war vor allen Dingen, dass sie halt wirklich absolut im Outback leben. Ne? Also die haben also komplett autark eigene Stromversorgung über Solaranlagen und Stromgenerator. Und ja, im Prinzip alles, was sie essen, oder vieles von dem, was sie essen, also Fisch und Fleisch und Ahornsirup und so weiter, wird alles selbst produziert. Und haben also riesengroßes Land, ich weiß nicht, wie viele Hektar, er hatte gesagt, 16 oder 17 Hektar mit Waldgrundstück. Er geht also auch jagen und fischen. Und da haben wir wirklich mal im Prinzip 24 Stunden im Outback mal verbringen können. Im Prinzip der Urkanadier, ja, so ein richtiges Urgestein. Genau. Ja, und davon wollen wir euch ein paar Bilder zeigen und haben einen kleinen Film zusammengeschnitten. Ja, viel Spaß damit. Ja, es war also gar nicht so einfach, das zu finden. Und dann, als wir ankamen, waren wir erstaunt, wie viele unterschiedliche Häuschen da stehen. Wir dachten schon, das ist eine Ferienanlage, aber nein, das ist wirklich alles nur zum Eigennutzung. Mm, it's delicious. Yeah, it sounds pretty good. Mm-hmm. You do understand? Ja. Also, das ist der beste Burger, den ich je hatte. Lucky boy. Ja. Das ist mein zweiter schon. Wow. Ja, also dieser Burger war tatsächlich selbst gejagtes Rentier und unglaublich lecker. Also Wahnsinn. Danach durften wir dann zum Angeln. Und dabei war also ein besonderes Erlebnis, und zwar waren nämlich in dem Boot, in dem wir saßen, zwei Schlangen, die dann relativ schnell raus wollten und auch raus konnten. Es waren keine Giftschlangen, und die eine wollte dann wieder zurück und kam uns dann tatsächlich auf dem Wasserweg wieder entgegen. It wants back in. No, you have to go, you're on your own now. Wir haben zwar nicht wirklich welche gefangen, sondern nur unser Chef, aber immerhin zwei sind's. So, do they have many bones? Not really, no. They have lots of bones. Yeah. But you fillet them very well. Yeah, I leave the bones behind, at least most of the time. Yeah. Sometimes you can't get away with. Right. But. Am nächsten Morgen haben wir dann einen kleinen Landspaziergang gemacht, um mal uns das Land anzuschauen, und haben dabei dann hier diese unterschiedlichen Objekte gefunden, in denen sie dann ihre Zeit verbringen. Ah, das ist das Wohnzimmer. Ja. Das ist ja wunderschön. Wow. Und du kannst oben schlafen. Ja, und all die Objekte sind also wirklich völlig autark mit Ofenheizung bzw. Holzheizung oder hier mit Herd, der auch mit Holz betrieben wird, und hier eben sogar noch Fliegenfenster. Und zum Frühstück gab es dann natürlich Fisch. It's a little thicker. And there's maple syrup. Oh, so you opened it. Military.
Yes. I never saw such a big one. And the one I was talking, you came to cook for us, a retired from the military, retired cook. Okay. And of course, at the end, he was in charge of the cooks. He brought more pancakes than we can start with. Ja, und das für uns bemerkenswerteste war eigentlich, dass er am liebsten draußen ist und also wie gesagt alles gebaut hat und am liebsten aber eigentlich an der frischen Luft und in der freien Natur sich aufhält und gar nicht in das schöne Haus rein will.